Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Match, Inside Mine, Magic Mine, wie auch immer. Jetzt habe ich mir gerade, während ich das gesagt habe, mein Mikro verkloppt hier. Scheiße. Geht super los. Ja, ich habe jetzt auch gerade. So, warte mal, jetzt wurde ich gerade hier gleich noch was gefragt. Ganz auf einmal gefühlt, läuft super auf YouTube. Habe gerade voll die kreative Phase und habe einen Zweitkanal mit Real-Life-Videos aufgemacht. Eröffnet. So. Alles da, da sind wir wieder. Ich muss jetzt mal hier Fly eingeben. Achso, ich muss eigentlich Gott eingeben, gell? Gott. God mode is enabled. Hä? Gott. Ich versteh's nicht. T, God mode. Ich habe keinen God mode mehr. Hä? Was ist denn jetzt los? Mein God Mode ist weg. Level. Jetzt wird das mit dem Bauen schwer. Slash GM1. Ah. Danke dir. So, jetzt sollten wir wieder alles haben. Super. Okay, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was umgeändert. Und zwar spielen wir wieder am Honeyball Texturenpark. Ich muss mir das Ganze mal anschauen, wie das jetzt aussieht hier. Das sieht, die Figuren sehen auf jeden Fall sehr geil aus mit dem Honeyball Texturenpark. Da macht sogar das da Sinn. Ich muss mich gerade erst mal reinfinden. Wie nimmt man einen rechten Weg? Frag Hitler, der weiß, wie es geht. Ich weiß, das war gemein. Ich will gerade mal schauen. Remove. Ach, Rechte weg. Wie nimmt man jemanden Rechte weg? Nicht, wie nimmt man den rechten Weg? Ach so. Das sieht ja auch edel. Das sieht aber eher so wie die Dame aus, ein bisschen, ne? Ich muss mal gucken. Also, ich werde es nochmal ein kleines bisschen erzählen, während ich hier anfange weiterzubauen, weil das dauert ja hier alles ein bisschen länger, glaube ich jetzt. Und zwar. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ihr habt sicher schon gemerkt, dass ich momentan auf dem Kanal so ein bisschen was... Ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussieht, muss ich gestehen. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass ich momentan so ein bisschen auf dem Kanal was verändert oder nicht verändert, sondern das ist einfach gerade momentan meine kreative Phase, die ich bin auch so intelligent und mache den Popschutz nicht vors Mikro. Und dann wundere ich mich nachher wieder, wieso ist mein ganzer Ton verkackt und so. So, und da hat man jetzt vielleicht gemerkt, oh, da hat er gerade die Aufnahme beendet. Ich bin gerade echt ein bisschen durch, muss ich gestehen. Ich habe... Ist bestimmt mal ganz kurz... Ah, okay. Ich habe gerade die Aufnahme gemacht für... Nee, ich tue das weg, dann tue ich das hier drauf. Ich habe gerade die Aufnahme gemacht für den neuen Kanal und ich bin ein bisschen durch einfach gerade, muss ich gestehen. Ob ich das als König ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Wenn ich das so mache... Das sieht schon eher so ein bisschen königlich aus. Aber der da ist noch falsch, sehe ich. Ja, ich habe gerade momentan, bin ich dabei, die Aufnahmen zu machen für den neuen Kanal. Das muss ja auch alles funktionieren und stimmen. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt und aufgebraucht. Und die Folge, die ich jetzt gerade hier aufnehme, die brauche ich auch heute noch. Also da ist gerade auch ein bisschen Zeitdruck mit drinne. Und ich habe sowieso momentan sehr wenig Folgen von Magic Mine, also
Der Rest funktioniert eigentlich, aber Magic Mind bin ich momentan so ein bisschen, muss ich gestehen, tut mich momentan so ein bisschen kreativ rausbringen. Es liegt jetzt nicht direkt... Es ist bestimmt nicht die Schuld des Servers oder... Hä, was ist das denn? Was ist das denn dann da? Schwarzes Glas, ach so. Das ist jetzt nicht die Schuld des Servers. Es ist momentan einfach so, dass der Server ein bisschen... Man muss schon sagen, der Server ist momentan ein bisschen unspannend. Es gibt keine richtige Mine mehr, es gibt nicht mehr das und das. Und das hat mir jetzt momentan so meinen Aufnahmedrang auf dem Server so ein bisschen gehemmt. Muss man einfach sagen, also muss man auch mal ein bisschen Kritik einstecken können bei sowas. Das tut momentan so ein bisschen meinen Aufnahmedrang auf diesem Server hemmen. Ich würde dich einfach sagen, ich beende das Let's Play. Das ist ja ein bisschen drastisch. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ich überlege, ob ich, da ich jetzt momentan wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun haben werde. Da ich momentan ein bisschen mehr zu tun haben werde wahrscheinlich, überlege ich, ob das Magic Mind Let's Play vielleicht nur jeden zweiten Tag rauskommt. Und ich dafür meine anderen Projekte jetzt ein bisschen nach vorne treibe. Es ist noch nicht raus, also schlagt mich nicht gleich wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Das wird sich jetzt die nächsten Tage entscheiden. Das Blau kommt auch ein bisschen komisch jetzt dazwischen drin so. So, als würde das da nicht reingehören. So, machen wir das mal so. Und dann machen wir das mal so. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was ich jetzt hier gebaut habe. Da ist 1-1 und hier ist auch 1-1. Das passt soweit, super. Ich bin mir noch nicht sicher. Also es ist momentan wirklich, also es ist echt wenig los auf dem Server. Das kannst du nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich wenig los. Und für das Magic Mind Let's Play habe ich mir einfach immer dieses, es war einfach auf dem Server hier immer dieser Trubel, dieses, hier ist schon wieder was falsch angebaut. Dieses alle da und jeder labert quer durch den Kasten und dann hier und da. Und das ist einfach so dieses, was so das Magic Mind für mich ausmacht. Und momentan ist das leider durch dieses ganze Problem, was hier ist, ein bisschen abhanden gekommen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt noch, aber ich werde momentan... Also wenn irgendein Let's Play leiden sollte in nächster Zeit, ne, sage ich gleich mal. Wenn irgendein Let's Play in nächster Zeit... Stand das letztes schon hier? Stand das letztes noch nicht hier? Alter, was die Leute in der Zeit alles bauen können und ich beschäftige mich hier mit so einem Krimskrams wie einem Schachbrett, das ist unklar. Ich glaube, ich bin gar nicht für solche Großprojekte gedacht, so. das hat mich jetzt hart getroffen. Wenn irgendein Let's Play jetzt an der... an meinen neuen Projekten ein bisschen zurückgeschraubt... Was? Willkommen auf Inside Mame. Ach so, Zornklammer. Spielt der Paintball, wo kann ich farmen? Dann wird es wahrscheinlich Magic Mine sein. Ich komme halt nicht zum Ausreden, das ist unklar. Das ist krass. Ich gucke mir, ob der ist das jetzt, ist der König jetzt zu übertrieben? Übertrieben würde ich nicht mal sagen, aber das sieht hier in der Mitte irgendwie sehr unpraktisch aus. Das sieht nicht so wirklich. Das sollte hier vielleicht in der Mitte ein bisschen runder dargestellt werden, alles. So, machen wir es mal so. La 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 la. Okay. Jetzt habe ich hier irgendwie, da muss ich glaube ich das mal, dann nehme ich mir mal hier alles raus. Ich nehme jetzt alles raus hier, ey, und dann gehe ich hier voll ab. Was? Wir machen das hier mal so, so, so. Und dann machen wir das hier nämlich so. Und dann kann man eventuell, sagen wir mal,
den ganzen Spaß ja auch wegnehmen. Und dann macht man das nämlich hier. Genauso. Und dann haben wir dieses typisch schachförmige Rundung da drinne. Jetzt sieht der eigentlich ganz geil aus, muss ich gestehen. Obwohl ich ihn wirklich gerne, muss ich auch gestehen, auf allen Seiten gleich hätte. Ich mache mir jetzt einfach mal hier auf allen Seiten dasselbe. Ist, glaube ich, doch besser, wenn man den König nach allen Seiten gleich aussehen lässt. So, schauen wir mal. Sieht das so aus? Okay. Dann könnte man ja sagen, man baut hier jeweils noch so ein Ding ein. Und dann hier jeweils noch zwei davon. Und wo kann ich bauen? Jetzt sieht's doch, jetzt kommt langsam so ein bisschen dieses Imposante rüber. Sehr schön. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt für dieses Projekt hier brauchen werde. Es wird bestimmt, da kannst du nicht sagen, hier, eine Woche ist es fertig oder so. Das wird ewig dauern, weil ich halt wirklich auch nur ein Let's Play mache. Ich habe privat gar keine Zeit, irgendwas zu zocken momentan. Sieht echt mit, also jetzt, wenn ich jetzt die Krone noch hinkriege, dann gefällt mir da richtig gut. Wenn ich die Krone hinkriege. Willst du gucken, was ich gerade baue? Ganz schlecht gerade. Habe heute keine Folge und will kurz einiges klären in der Folge. Nehme nur 20. So, es ist jetzt, wie gesagt, ich mache jetzt nur eine Folge erstmal, das wird jetzt nichts Besonderes. So. Never machst du Aufnahme. Ja. Aber nur 20 Min, weil ich heute keine Folge habe. So, jetzt müsste ich, das sollte jetzt theoretisch, genau, das kommt weg. Jetzt muss ich hier, ich kann es anders machen, dann kann ich eigentlich auch von hier oben gehen, das wäre natürlich wesentlich einfacher. Mache ich das so. Ich könnte auch jetzt theoretisch so machen. Ich mal ganz, wie kann man GS verkaufen? Hä? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch ein sehr junger Kandidat. Dann müssen wir mal hier gucken. Jetzt sieht es da langsam nach einem richtigen König aus hier. Oh, Hallöchen, du, das. Jetzt verkaufen geht nicht. Das sieht doch mal recht saftig aus. Unser Springer, vielleicht habe ich jetzt für den Springer noch ein paar Ideen. Nö, geht eigentlich. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Figuren fertig. ich würde mich jetzt aber nicht nur mit Figuren beschäftigen wollen, ich würde auch mal ganz kurz gucken wollen. Jetzt kann ich, weil ich auch angefangen habe, die Aufnahme zu machen. Ich werde so ungefähr 15 bis 20 Minuten dann lang machen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Ich würde ja gern hier noch einen Pavillon bauen. Und zwar zwei sogar. Da würde ich einfach hier jetzt mal einen violett-grünen Pavillon machen. Ja, super geil. Dann nehmen wir uns einfach mal hier. Nehmen wir mal zwei hoch. Zwei hoch. Hier so noch ein. Hier ist auch noch ein. Ah, ein muss noch hoch, okay. So. Und dann können wir jetzt hier zwei machen. Zwei machen. Und dann kann man jetzt hier auch zwei machen. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt kommt hier zwei hin. Jetzt kommen hier zwei hin. So was habe ich noch nie in meinem Leben gebaut. Ich habe noch nie in meinem Leben so solche abstrakten Dinge gebaut, muss ich gestehen.